Da ist die Kamera, da ist der Knorke und heute ist Montag und wir haben es jetzt, glaube ich, schon nach 14 Uhr, wo diese Folge eigentlich erscheinen soll. Ich erzähle euch alles weitere, während wir fahren, denn wir können keine Zeit verlieren, denn irgendjemand auf YouTube hat mich abonniert. Und niemand ist wieder gegangen. Das heißt, wir haben jetzt 193 Abonnenten. Es stand jetzt im Moment. Und das heißt 1000 Kilometer mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gucken mal, wir haben, glaube ich, die Tour beendet, ne? Wir haben gut eingeparkt, glaube ich. Einparken mit Knorke am Sonntag. Hammer gut gemacht. Hammer gut gemacht. Hammer. Super. Ich bin auch leicht verschnupft, wie ihr hört. Aber das ist meistens um die Uhrzeit, würde ich sagen. Nein, erzähle ich euch gleich. Wir suchen uns erstmal hier was. Wie ist hier schon eine Tour ausgewählt? Haben wir uns da schon was ausgewählt das letzte Mal? Von Oxnard? Beziehungsweise müssen wir nicht gucken, ob wir schlafen müssen? Müssen wir nicht gucken, ob wir schlafen müssen? Müssen wir schlafen? Eigentlich nicht. Jetzt gucken wir schon zum dritten Mal hier rum. Egal. So, also Oxnard. Oxnard ist großes Tohuwabohu. Und unsere Lieblingsorte sind natürlich wieder nicht vorhanden. Die zwei, wo wir eigentlich noch hin wollen. Nein, das sieht schlecht aus. Und wir fahren nach. Scheiß drauf, wir brauchen Kohle. Moment, hier haben wir Carson City. Wo ist Carson? Carson City ist vielleicht auch nicht schlecht. Und ein bisschen. Wir fahren nach Carson City. Wo müssen wir hin? Start your engines. In welchem Spiel war das? Start your engines? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Warum Folge heute nicht pünktlich 14 Uhr, Herr Knorke? Und warum du verrotzt? Ich bin gerade aufgestanden, Freunde. Viele werden es nicht wissen. Viele werden es nicht spielen. Am Freitag hat die sechste Saison, die sechste Season in, ja, bei Diablo angefangen, bei Diablo 3. Und auch wenn ich dieses Spiel eigentlich schon längst über sein müsste, habe ich gedacht, okay, ist ja auch Patch-Tag. Man kann ja die Patch dann mal runterziehen. Weil ich habe das durch Zufall mitbekommen. Und naja, wenn man einmal den Patch hat, dann kann man doch gleich mal. Verdammt nochmal, kann man gleich mal wieder starten und dann. Dieses Spiel, es ist eigentlich immer dasselbe. Wisst ihr aber trotzdem, die Season reizt mich jedes Mal und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, auf jeden Fall ist Diablo 3 dran schuld, dass mein kompletter Schlafrhythmus kaputt gegangen ist. Weil ich das einfach nur rumgesuchtet habe. Was hat mein LKW da für Geräusche gemacht? Mein Truck. Amerika Truck, Knorke. Amerika Truck. Ich muss hier rum, ich muss hier rum, ich muss hier rum. Nicht stehen bleiben, Knorke, du musst da rum. Wir haben geblinkt. Alles okay. Alles okay. Alles okay. Oh. Moment. 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 Wo ist denn die Straße? Moment. Das da ist. Mo was? Das Schild kann ich umfahren, oder? Ohne dass mir irgendwas passiert. Wahrscheinlich nicht. Aber es ist jetzt passiert und. Alter, was ist das jetzt, Herr Knorke? Ich bin noch müde. Ich hab doch Schlaf in den Augen. So ein bisschen. Ja, auf jeden Fall ist Diablo 3 einfach für mich jedenfalls so ein Schlafrhythmus-Killer. Killer. Mit UH, ein Schlafrhythmus-Kühler. Nein, der hat meinen Schlafrhythmus auf jeden Fall total kaputt gemacht. Was ist denn das für eine Straße hier bitte? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich bei ATS noch was Neues entdecke.
Aber offensichtlich gibt es hier Straßen. Ach. Ich weiß, was das ist. Moment. Lass mich mal lachen. Ja, alles klar. Das ist diese Nebenstraße, die man vorhin. Diese, vorhin vor allen Dingen. Die man das letzte Mal schön ausgewichen sind. Mittwoch war das, glaube ich, wo ich diese ganzen Aufnahmen gemacht habe. Und jetzt ziehen wir hier natürlich komplett ab, ne? Das ist ja. Wisst ihr? Letztes Mal sind wir dann schön hier lang gefahren, damit uns nichts passiert. Und jetzt müssen wir hier so. Diese Kacke! Da habe ich nicht dran gedacht. Mittwoch ist ja auch schon so lange her. Meine Güte. Jedenfalls könnten wir hier irgendwo pennen, aber. Ja. Hier im Trailer Park. Ja, also Diablo 3, Zeitkiller, Schlafrhythmus, Zerstörer des Grauens. Deshalb bin ich jetzt erst wach und habe die Aufnahmen für ATS noch nicht fertig gehabt und gemacht. Und da ich jetzt erst wach bin, habe ich auch so eine verschnupfte Stimme. Und es tut mir furchtbar leid, ich ziehe ab und zu mal, ich weiß nicht, wie scharf das Mikro eingestellt ist, ob ihr das alles mitbekommt, wenn ich hier so hochziehe. Das ist bei mir morgens immer mal wieder so, dass ich da leicht verschnupft bin. Theoretisch kann es auch sein, dass ich krank werde. Weil alles andere ist jetzt eigentlich weg, krankheitstechnisch. Und laut Plan müsste dafür jetzt irgendwas Neues kommen. Die technischen Einschränkungen haben wir auch hinter uns. Also es muss jetzt noch irgendwas kommen. Irgendwas Schreckliches muss jetzt noch passieren. Und ja, der Agari hat mich gestern nochmal darauf hingewiesen. Herr Knorke, Sie haben gesagt, Sie wollen die letzte Woche, die Sie da nicht irgendwie streamen konnten wegen technischer Fehler, wollten Sie irgendwie ausgleichen. Und ja, er hat beantragt, dass wir, oder ich, jeden Tag streame. Einfach weil der Kabuki streamt ja sowieso. Und der Herr Feuerbart ist wieder fit und zeitmäßig wieder klar bei der Sache und total süchtig nach Dark Souls. Und ja. Möchte auch Dark Souls streamen. Jetzt muss ich mal gucken. Kann ich denn hier geradeaus weiterfahren oder? Ja, ich muss jetzt nicht da durchfahren. Kann jetzt auch wieder streamen. Und hat angekündigt, Montag, Mittwoch und Freitag zu streamen. Da der Herr Kawupke Dienstag und Donnerstag sowieso streamt. Und jetzt habe ich vergessen, wann der Wochenendtag sein wird. Wahrscheinlich wieder Sonntag. Aber Fakt ist, wir haben jetzt 5 Tage hintereinander Streams. Was schon mal sehr geil ist. Und das Problem ist, dass der Agari sich daran erinnert hat, dass ich eigentlich der Pre-Streamer bin. Also ich bin quasi immer das Vorprogramm der großen Meister des Streamings, Herrn Feuerbart und Herrn Kawupke. Und ja, für alle, die es nicht wissen, auf www.kawupke.de sind die ganzen Stream-Ankündigungen drin. Inzwischen, also der eigene Plan existiert so nicht mehr. Und im Moment kann man darüber unsere Planungen sehen. Von uns drei erstmal. Es sei denn, der Danjo. Hallo Danjo, falls du das sehen solltest, ich weiß, du magst keine YouTube-Videos, es sei denn, es ist irgendwelche Kackmusik mit da drin, die keiner hören will. Der will ja nicht mehr streamen. Er hat einfach gesagt, ne, mir fehlt nichts, wenn ich nichts streame. Also, vielleicht können wir ja irgendwann mal wieder überreden. Im Moment ist es für, also Danjo Streaming sehr mau und, was? Aber wo muss ich denn hinfahren? Achso, das war ja außerhalb von Oxnard, ne? Sind wir jetzt in Oxnard? Nein, sagt mal, wollt ihr mich verarschen? Doch, wir sind durch Oxnard durch. Alter, das zählt doch zu Oxnard, das ist ja fast schon ein eigener Ort. Da hätte ich vielleicht vorher drauf gucken sollen, oder?
Jetzt verfahren wir tatsächlich die erste Folge nur um den Auftrag anzunehmen. Das ist Wahnsinn. Das hatten wir noch nicht gehabt. Ich glaube, das hatten wir noch nicht gehabt. Komm, hier sind wieder 60. 55? Stand da nicht 65? Oder habe ich noch zu viel Schlafsand in den Augen? Keine Ahnung. Meine Fresse. Nein, aber wie gesagt, www.kwupke.de. Da kann man die Streamzeiten sehen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob meine Streamzeiten eingetragen sind, da ich ja gerade erst aufgestanden bin und die offizielle Ankündigung von einem Feuerbad gelesen habe. Ich muss nachher mal gucken, wie... nasentechnisch, also... Wisst schon, ne? Nasentechnisch. Und so. Ja. Also da könnt ihr auf jeden Fall die Streams sehen. Meine dann werden vielleicht im Laufe des Tages noch eingetragen, je nachdem, wann der Kabub gezeigt hat. Der ist ja auch nicht ständig da. Und ich habe meine Zugangsdaten vergessen. Ja, witzig. Ja, wir haben mal sehen. So. Wir sind dann... Wir haben es dann endlich gleich geschafft. Endlich gleich geschafft. Endlich gleich geschafft. Ja, doch, doch, doch. Das passt schon. Worttechnisch passt das schon, ja. Ich hatte so viel vor. Ich wollte eigentlich noch ein anderes Let's Play anfangen, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch die Zeit habe. Denn wenn ich jetzt die ATS-Aufnahmen fertig mache, dann werde ich auf jeden Fall erstmal was essen, weil ich habe Hunger. Und wenn der Knorke Hunger hat, ja, dann... Boah, wollte den nicht hier, also, ne? Also, ne? So, also, dann kann der auch nicht ordentlich spielen. Und ihr merkt das meistens daran nicht, dass er sauer wird oder irgendwas. Obwohl man sagt, ja, Hunger macht böse. Aber in meinem Fall ist es so, wenn ich Hunger habe und ich mache irgendein Let's Play oder ich streame irgendwas, dann versuche ich alles ganz schnell zu machen. Schnell, 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 schnell. Und das geht natürlich nicht. Nenne ich irgendwie einen fetten Auftrag mit 31 noch was? Nach Carson City? Alter, willst du mir gerade sagen, dass der abgelaufen ist? Willst du mir gerade sagen, verfickte... Ich habe ihn nicht gesagt. Ich bin zu faul, da auch einen Piepton jetzt reinzulegen. Wir fahren nach Elko. Naja, fahren wir halt nach Elko. Elko hier, Elko da. Lalala, aua. Eigentlich, auf der anderen Seite ist das eigentlich ganz gut, dass wir gleich die 15 Minuten voll haben. Würde ich nämlich sagen, dann kann ich hier, wenn ich hier das Ding hier gerade aufnehme oder aufgenommen habe, dann, Leute, ich wünsche mir den Bausimulator, ne? Das wird bestimmt auch ganz lustig, wenn der Herr Kawupke den Bausimulator auch haben würde. Was wir dafür Blödsinn anstellen könnten. Und natürlich auch gewissenhaft spielen. Ich glaube, wenn ich den Bausimulator hätte, würde ich sogar ein Let's Play draus machen. Obwohl ich nicht weiß, ob das Solo spaßig wird. Sag mal, Herr Knorke. Ja. Angekoppelt! Wir müssen hier, glaube ich, ein bisschen ausholen, aber das mit Ausholen, das muss der Knorke auch noch lernen. Na, guckt euch das doch mal an, wie eng das hier ist. Weil der Knorke nicht ausholen kann. Ja, es ist nicht wie bei einer Schlägerei. Da könnte der Knorke wahrscheinlich genauso wenig ausholen. Aber hier würde das wahrscheinlich nicht so wehtun wie bei einer Schlägerei, wenn man falsch ausholt. Wo sind wir? Wir sind hier. Okay, ihr Lieben. Wir haben jetzt 14,5 Minuten. Wir haben gleich 15 Minuten voll. Ich würde sagen, wir bleiben genau hier am Stoppschild stehen. Ich gehe ins Menü rein, weil ich werde das Ganze jetzt, also nicht beenden. Ich werde jetzt das rauswitchen, werde Render, Fink, Pumps und hochladen, damit es vielleicht noch, ich weiß gar nicht, wie spät es ist, aber
Vielleicht kriegt man es ja hin bis 15 Uhr. Ich weiß es nicht genau, weil ich muss ja noch ein Vorschaubild machen und alles Mögliche. Aber ich quatsche hier schon viel zu lange wieder rum. Ich hoffe, die Folge wird klein, also vom Format her, ne, damit der Upload schnell läuft. Wir werden sehen. Das heißt, in der nächsten Folge, morgen, am Dienstag, ich hoffe, ich habe gar nicht nachgeguckt, nicht, dass ich einen ganzen Tag schon verschlafen habe. Moment, ich habe hier ein Handy. Da steht, dass heute der 2.5.2016 ist. Sonntag war der erste hier. Es ist noch Montag. Oh, ich habe ja auch eine Uhr. Wir haben schon 14.30 Uhr. Oh Gott, ob ich das bis 15 Uhr schaffe? Je länger ich überlege, desto mehr, desto größer wird die Datei und desto mehr Zeit vergeht. Das ist richtig logisches Denken. Ich danke, dass ich bei dir bei dieser, ja eigentlich ja eine kleine Infofolge, oder? Ich danke, dass ihr bei der Auftragsaufnahme dabei wart. Ja, wir wollen ja technisch bleiben. Und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen oder ihr mich wiederseht und vielleicht auch irgendeinen scheiß Kommentar hinterlegt oder vielleicht auch einen guten Kommentar oder einen tollen Kommentar. Vielleicht auch Daumen hoch oder Daumen nach unten. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Die Folge war langweilig, gebe ich zu. Da könnt ihr auch einen Daumen nach unten machen. Ich werde jetzt mal alles vorbereiten, damit diese Folge schnell hochgeladen wird, damit wir Montag auch was zu sehen haben, also heute. Und werde mal gucken, ob ich meine Nase irgendwie freikriege jetzt in der Zeit. Und nein, ich werde nichts essen. Ich werde jetzt noch 6 weitere Folgen aufnehmen für diese Woche, bevor ich mir etwas zu essen gönne. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer fucking Morgenmuffel, Captain Knorke. Ciao. Wir hatten das von Kavupke, ne? Macht's gut!